schönsten Erinnerungen über meinen Vater sind die Stunden, die er zu Hause in dem Wohnzimmer in Los Angeles am Sonntagvormittag gegeben hat, nachdem er von Los Angeles Universität in Kalifornien pensioniert war. Auf diesem großen Pult schrieb er die Notenbeispiele und die Schüler, die ganz eine Menge waren, saßen in dem ganzen Wohnzimmer herum. Und das war für uns eigentlich einer der wenigen Momente, wo wir über Musik unseren Vater sprechen haben gehört, weil er natürlich öffentlich nicht viel dort gesprochen hat und an der Universität waren wir noch zu jung.